Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Crysis 2. Ich bin Scream und ich habe jetzt erstmal den Sound ein bisschen angepasst, weil es doch ein bisschen zu laut war, also die Musik. Ey, was soll das? Warum kann ich die nicht abschießen? Auf jeden Fall ist das jetzt viel leiser geworden. Und ich habe fast alles, also auf die niedrigste Stufe gemacht. Und ja, jetzt dürfte es eigentlich funktionieren und ihr könntet mich jetzt genau hören. Und ja, wie gesagt, wir spielen hier jetzt Crysis weiter. Nein, Crysis 2 natürlich. Und nach längerer Zeit, also wirklich langer Zeit, ja, spielen wir jetzt mal wieder ein bisschen Crysis 2. Ah! Ja, hier. Ja, okay. So. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt noch so gut bin, weil ich habe es echt lange Zeit nicht mehr gespielt. Ich habe es zwar durch, aber schon längere Zeit nicht mehr gespielt. Und ja. Und jetzt kommt eine Cutscene. Commander Lockhart an alle CERN-Mitarbeiter. Unsere Versuche, den Zellzusammenbruch bei den Infizierten umzukehren, sind erfolglos geblieben. Evakuierung ist keine Option mehr. In der ganzen Stadt gilt ab jetzt beim geringsten Verdacht auf Infektion Schießbefehl. Außerdem ist das Nano-Suit-Subjekt Prophet ebenfalls als aktives biologisches Risiko zu betrachten. Prophet muss bei Sichtung erschossen werden. Ja, gut. Also sollen wir erschossen werden von den Cell Einheiten, also einer privaten Armee, sagen wir es so. Und wie wir eben gesehen haben, kommen auch die Aliens näher, die wir dann endlich mal sehen werden. Und irgendwie hakt es die ganze Zeit im Ladebildschirm. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und wir sind immer noch in so einem... Hochhaus. Und wir benutzen mal den... ja, gut gemacht. Den Wasserkühler. Wasserkühler? Heißt das Ding überhaupt so? Ich glaube eher nicht. Ja. Okay. Falls ihr euch wundert, ich habe das hier schon durchgespielt, habe ich ja gesagt. Deswegen habe ich auch hier die ganzen Funktionen, wie ihr seht, Bedrohungssucher, hier Panzerverbesserung und sowas. Mobilitätsverbesserung und habe hier auch schon 33.000 Nanokatalysatoren. Aber die beiden hier bringen nichts, weil ich eh kaum springe. Ja, das hier bringt mir auch nicht viel, das hier bringt mir da am meisten. Und ja, das brauche ich auch nicht so. Obwohl doch, das können wir mal kaufen und aktivieren. Nein, nein. Weil der Fährtensucher hat mir bisher nicht viel gebracht. Annäherungsalarm, nee. Das braucht man eigentlich nur im Multiplayer, genauso wie das hier. Außer bei der allerletzten Mission, aber ich will nicht zu viel spoilern. Ja, und die Waffe können wir eben auch schon modifizieren. Und das machen wir jetzt mal auch. Machen wir einen Schalldämpfer ran. Eine leichte Schrotflinte und Reflexivvisier. So, und dann... Was habe ich eigentlich für eine andere Waffe? Okay, da habe ich noch nichts freigespielt. Ich habe kaum mit der gespielt. Mit der Pistole. Ja, und da werden wir mal... von einem Alien-Schiff
ja, getroffen oder umgeflogen und fallen jetzt hier runter. Und ich kann euch schon mal so viel verraten, dass wir gleich die Aliens sehen werden. Raketen drin. Und wir müssen, glaube ich, hier durch. Durch dieses Parkhaus. Ja, wir müssen durch dieses Parkhaus hier durch. Sehen Sie das, Mann? Sehen Sie das? Muss weniger als ein Block von Ihrer Position entfernt runtergegangen sein. Ja, ja, ich gehe hin. Wissen, was das heißt, oder? Das ist unsere Chance. Es wird ernst. Vergessen Sie die Exfiltration. Wir müssen das jetzt nutzen. Holen Sie Proben von der Absturzstelle und bringen Sie sie zu mir ins Labor. Das ist die Gelegenheit, die Spuren zurückzudrängen. Vielleicht sogar die gesamte Invasion. Aber Sie sollten sich beeilen. Dank Lockhart wird es bei der Absturzstelle schon bald von Cell wimmeln. Seien Sie vorsichtig, Prophet. Ja, ich bin vorsichtig. Ich doch immer. So. Den holen wir uns auch. Schön hier durchschleichen. Aber hier ist, glaube ich, irgendwo noch einer. Lasst mich mal kurz... Nein, das war falsch. Lasst mich mal kurz gucken. Ne, hier ist keiner mehr. Gut. Dann holen wir uns mal neue Waffen. Ich würde mal sagen, wir holen uns die schöne Schrotflinte. Und dann machen wir einen Schalldämpfer dran und ein Reflexivvisier. Und jetzt tarnen wir uns wieder. Hier dürften eigentlich auch Gegner sein. Ja, so wie ich es vermutet habe. Und den holen wir uns auch einfach so. Aber jetzt wurden wir gesehen. Aber die erledigen wir mal schnell. Weil wir sind eh viel besser gepanzert und all sowas als die. Und deswegen geht das ziemlich leicht. Da oben sind noch welche. Das machen wir einfach so. Mal schnell erledigt. Energie niedrig, ja gut. Ja, und dann müssen wir da irgendwie durch. Ich bin der Meinung, es geht hier hinten lang. Ja, es geht hier hinten lang. Und ich weiß nicht, ob hier Gegner sind. Ah, okay, okay, ich weiß jetzt, wo wir sind. Hier ist auf jeden Fall... ja, das habe ich doch schon. Ja. Ich weiß, habe ich schon gemacht. Okay, dann mache ich hier mal kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Also haut rein.